Früh am Morgen geht Detlef Geber zur Arbeit. Er muss den Laden aufschließen, denn Detlef betreibt seinen eigenen Antikhandel in Rostock. Auf der rund 50 Quadratmeter großen Ladenfläche sind neben allerhand Krimskrams Möbel aus dem Barock über die Renaissance bis hin zur Gründerzeit ausgestellt und verkaufsbereit. Doch bevor ein Möbelstück hier stehen darf, wird es von dem gelernten Restaurator auf Vordermann gebracht. Als Kind oder als Jugendlicher mit 17 habe ich meinen Faible dafür entdeckt. Und weil meine Urgroßmutter ist verstorben. Und da war es so, dass die Möbel vererbt werden sollten. Und da wollte sie keine haben in der Familie. Und da habe ich gesagt, ich nehme die. Und so ist es eigentlich dazu gekommen, dass ich jetzt Möbel restauriere, Möbel sammle, selber auch. Ne? Und ich als Restaurator habe auch festgestellt, umso älter die Möbel sind, umso perfekter sind sie gearbeitet. Man hat sie eben für die Ewigkeit gebaut. Detlefs Leidenschaft spiegelt sich auch in seinem privaten Wohnzimmer wider. Wie viele seiner Kunden hat er sich daheim antik eingerichtet. Das ist ein Kachelofen aus der Stadt Meißen, mit Doppel-S geschrieben. Und da sind wir extra nach Leipzig gefahren und haben den da geholt. Richtig neu mit Schamotte und den heizen wir auch jeden Tag, wenn es kalt ist. Am liebsten mag ich die Gründerzeit und so ist das eben hier auch. Siehst ja an dem Sofa, ne, eben mit Rautenheftung und die Muschelkronen da drauf. Das Gründerzeitbuffet, Uhr, Vertiko. Es wird immer so eine geben wie ich, die total drauf abfahren auf Antiquitäten. Und ist einfach die Qualität. Ne? Also da wird es eben nicht passieren, wenn ich die Schublade rausziehe, dass vorne die Blende abfällt. Ne? Also das so wie bei IKEA-Möbeln. Aber eben wie gesagt, die haben ja so einen Trend, du kannst sie umtauschen und kriegst dafür wieder neue Möbel gestellt, brauchst du nicht bezahlen. Und das ist natürlich ein Anreiz. Ne? Wie schwierig es ist, neben neuen Wohntrends und großen Möbelhäusern den Trend des antiken Wohnens zu erhalten, erlebt Detlef in seinem Beruf jeden Tag aufs Neue. Also das Handwerk hat ja goldenen Boden, das ist ja schon immer so gewesen. Aber das Problem ist eigentlich die Entwicklung der Technik, die schreitet ja immer weiter vor. Ne? Also es wird wahrscheinlich auch so sein, dass du dir wahrscheinlich Möbel an die Wand projizierst, dass das Handwerk irgendwann tatsächlich aussterben wird. Ich bin der Einzige, der hier in Rostock überlebt hat. Ne? Also ich habe mindestens 20 Läden auf und zugehen sehen. Aber die Restauration, ich weiß es nicht, ich habe keinen Nachfolger. Das ist eigentlich echt schade. So die Entwicklung, ich denke mal, es wird aussterben. Und als großen Kontrast, weil ich natürlich auch noch ein bisschen mit der Zeit lebe, habe ich auch einen Beamer hier drin. Weil ein großer Fernseher, das würde nicht aussehen, glaube ich.